16 cm Lautsprecher, die werden nachher ihren Platz hier drin finden. Das ätzt alles weg. Wir machen jetzt alles fest. Ja? Das ist ein geiles Gefühl. Leute, so ein geiles Gefühl. 59? 1959. 60 Jahre alt die Kiste. Ja, also 60 Jahre. Fast so alt wie wir zusammen. Hey Leute, wir sind heute mal ganz woanders. Und zwar im Norden von Deutschlands. Das liegt südlich von Münster und nennt sich, ich muss rausschauen zum Spicken, Rinkerode. Genau, das ist das Ortsschild. Ja. Und wer links neben mir steht, ist der André von Bauforum 24. Und die haben ein Projekt da am Laufen mit JP zusammen. Und wir machen was? Was ist unsere Aufgabe hier? Na, ihr sorgt, glaube ich, dafür, dass in unser Projekt der richtige Sound reinkommt, ne? Weil du machst ja irgendwas mit Sound, habe ich mal so gehört. Wir versuchen, das rüberzubringen, wie wenn wir Ahnung in Sound hätten. Und unser Patient ist? Ta-ta. Unser Patient ist ein 1959er VW T1. Und jetzt halte ich fest, als Doka-Pritsche. Ne? Ihr wisst, was das heißt, Doka-Pritsche. Ich habe auch erst mal nachfragen müssen. Doppelkabine? Ja. Und als Bauforum-Betreiber hat er natürlich eine Pritsche für alle, die irgendwas mit Gerätschaften hinten transportieren und so weiter. Und das ist, glaube ich, ganz cool, dass die Karre. Und wir haben uns jetzt per WhatsApp und Telefonie und so weiter, wir haben das Auto ja vorher nicht gekannt und nicht, also wir sind ja auch, wie ihr wisst, nicht unbedingt gerade die Oldtimer-Superfreaks, weil wir die ganz selten haben bei uns. Aber jetzt haben wir so einen Oldtimer und wir haben uns erst mal reindenken müssen, was ist denn in dem Auto? Der hat ja gar keinen CAN-Bus, wir brauchen kein CAN-Bus-Modul. Ich glaube, die Leute wussten 1959 nicht im Entferntesten an CAN-Bus. Die hätten wahrscheinlich wirklich an irgendwelchen Reisebus gedacht, aber nicht an Datenbus. Ja, das Thema ist, das Auto ist wirklich sehr basic. Da ist wirklich plus minus irgendwo. Das müssen wir mal gucken. Wir haben uns ja bisher darum gekümmert, um an diesem Projekt so die Optik zu machen, die Technik. Wir haben einen neuen Motor schon drin. Aber wir werden jetzt eben mal gucken, dass wir auch einen guten Klang reinkriegen. Aber und wir wollen natürlich jetzt gucken, dass wir einen guten Klang reinkriegen. Ne? Das ist jetzt dein Job. Das jetzt nochmal wiederholen, oder? Schnitt. Diese Art von Autoradios haben wir in unserem Kanal bisher überhaupt gar nichts gezeigt, weil eben, das sind Oldtimer-Radios, aber mit geiler Technik. Wir haben sogar dann DAB Plus dabei, damit wir halt auch einen ordentlichen Radioempfang haben. Wie wir das alles hier bewerkstelligen an dem Auto, auf die Reise nehmen wir euch natürlich mit. Jetzt wirklich kein Fake, der Olli hat das Auto von innen jetzt noch gar nicht gesehen, nein, weil der steht die ganze Zeit hier am Zittern auf Bildern. Du stehst die ganze Zeit und Videoaufnahmen und Sprachnachrichten. Und ich glaube, ich habe mit keiner Frau bisher so viele Nachrichten geschrieben wie mit dem André in den letzten zwei Wochen. Wir wollen es ja so lassen, dass ich tatsächlich ins kalte Wasser geschmissen werde jetzt. Und dann werden wir schwimmen anfangen und schauen, was wir jetzt machen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an, die ersten Blicke da reinzuschmeißen und euch zu zeigen, was euch jetzt gleich erwartet. Dann schauen wir mal ins Auto rein hier. So, wie geht die Kiste auf? Okay, cool. So, schau mal. Ist alles frisch lackiert und was wir gerade sehen, wir haben keinen Türfeststeller. Deswegen haben wir einen Besen irgendwo. Nimm den Besen, da steht einer. Hebt. So, schau mal, also ich habe es natürlich auf den Bildern alles schon gesehen gehabt. Keine Verkleidungsteile aktuell dran. Ist ein Armaturenblech, kein Armaturenbrett. Genau, kein Brett. Also auf jeden Fall hier, da habe ich die richtige Lösung. Da lass dich mal überraschen, wie das nachher live ausschaut, ja. Das Retro-Radio. Und ich hätte dir jetzt so von den Bildern und von verschiedenen Diskussionen, wo wir hatten, eine Möglichkeit für Oldtimer, so ein Radio reinzumachen, aus Chrom, Lautsprecher reinzumachen, die verchromt sind, ist ein Breitband-Lautsprecher. Das wäre jetzt mal was, wo man überhaupt nichts irgendwie verschandeln müsste, ja? Also was verschandeln auch immer bedeutet, ja? Erinnert mich ein bisschen an diese alten Blaupunkt-Kugel-Lautsprecher, die es in den 70ern gab. Da war Kennst du noch? Da war ich noch so klein. Ach, du bist so jung. Wahrscheinlich bist du ein paar Jahre älter wie ich. Ja. Wie alt bist du eigentlich? Das sage ich dir nicht. Okay. Es ist hier oben ist auch noch nichts dran, alles Blech. Hier drin ist noch nichts anderes drin. Der ist quasi so vom Lackierer gekommen, ja. Weil du siehst ja, der ist ja auch innen lackiert worden. Ne? So, und das heißt, wir werden jetzt mal uns drum bemühen, alles
nach und nach reinzubauen und auszuprobieren. Und ja, ich würde sagen, dann lass uns doch mal ein bisschen machen. Macht wir immer. Heimeln uns in dieses Auto jetzt rein. Klang gut, aber wird es auch Spaß machen? Ja, das wird auf jeden Fall Spaß machen. Ja. Also ich glaube, für den Otto Normalbürger oder für den John Average, Joe Average. Wird das auf jeden Fall eine riesen Spaßkiste werden. Für das, was man aus so einem Auto erwartet, aus dem Baujahr 59? 1959, 60 Jahre alt die Kiste. Ja, also 60 Jahre. Fast so alt fast so wie wir zusammen. Der Max macht im Hintergrund schon die Verkleidungen dran, die jetzt erstmal für uns wichtig sind, dass wir sehen, was finden wir überhaupt vor, wo können wir irgendwelche Kabel verlegen drinne und ja, bringen das Fahrzeug mal so halbwegs in den eigentlichen Gebrauchszustand und schauen, wie wir jetzt damit klarkommen. Beim T1 ist der Motor alles hinten, wie beim VW Käfer. Und wir haben jetzt hier hinten drinne, da gehört die Batterie rein. Das heißt, wir müssen auch hier noch unser Stromkabel für die Endstufe anschließen und einmal bis nach vorne legen. Wie wir das machen, werden wir schon mal sehen in den nächsten paar Minuten. Die Aufbaulautsprecher von Empire wären eigentlich eine gute Lösung gewesen für unten rein. Aber André gefällt es nicht so ganz. Es ist immer eine Frage des Geschmacks, wie man sowas anbringen mag. Aber naja, da oben drauf ist alles ein bisschen fragwürdig. Deswegen haben wir uns entschieden, beziehungsweise der André hat sich entschieden, seinen VW Bulli hier mit diesem Aufbauteil eine Lautsprechervorrichtung zu bauen, dass wir dann mit grauem Kunstleder beziehen, um dann ein richtiges 16er Zweiwegsystem reinzumachen. Damit wir jetzt hier eine vernünftige Holzplatte ausbauen können oder anbauen können, müssen wir natürlich auch ein bisschen Form machen. Und da habe ich mir gedacht, nehmen wir halt mal so ein Panzertape und formen uns das her, dass wir nachher aus Holz nachbauen können. Die 16 cm Lautsprecher, die werden nachher ihren Platz hier drin finden in einer Holzplatte, die wir natürlich ein bisschen anformen und schön mit Kunstleder beziehen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall 6,5 cm Einbautiefe. Das reicht uns dann, wenn wir jetzt hier noch ein Brett mit drauf machen. Also das eigentliche Doorboard, nennen wir es mal so. Ja. Und wir haben jetzt hier die Form bereits abgekupfert und können das jetzt abnehmen und können die Form auf eine Pappe übertragen. So, wir machen jetzt einmal eine Linie, genau, dass wir wissen, das ist unser Originalteil. Und das können wir jetzt ja wieder abnehmen. So, und jetzt machen wir hier noch eine kleine Rundung. Die kannst du nachher beim Raussägen so ein bisschen nach Auge machen halt, gell? Das wäre die Form, mit der wir, glaube ich, später leben können, oder? Das kommt alles noch ein bisschen weiter runter. Und jetzt wäre der Lautsprecher quasi hier problemlos einsetzbar. Ja, gleich so. Okay, das wär's. Alles klar. Genau. Ja, den Innendurchmesser, den bitte nehmen, ja. Gut. Danke. Damit unser neues Retro-Style-Radio auch funktioniert, braucht man natürlich drei Sachen. Einmal Masse, Dauerplus und Zündungsplus. Und das schauen wir jetzt mal, wie wir das hier in diesem, naja, sehr überschaubaren Kabelsalat irgendwo abgreifen können, damit unser Radio funktioniert. So, was haben wir hier? Nichts. 13 Volt. Ich habe schon mal 13 Volt von einer frisch geladenen Batterie. Unser Powerkabel in unserem Bulli können wir jetzt durch diese, das sind tatsächlich Kanäle, probieren wir das Powerkabel jetzt durchzuziehen. Und dafür habe ich mir jetzt mal kurz ein Einzugband ausgeliehen. Und dann schauen wir mal und hoffen, dass wir da dann durchkommen. Ich hoffe, weil das wird alles läuft über Ecken. Junge, Junge, das ist ganz schön haarig. Da oben wackelt auch schon was. Ich glaube, ich bin schon da. Wo bin ich? Hier ist er. Yeah. Wir haben das Zugband hier einmal durch den Kanal durch.
Da können wir unser Kabel anhängen, aber ich gehe noch weiter hinter, weil da oben gibt es noch so einen Durchgang. Wir sind jetzt schon an der Batterie dran, ist ja super gelaufen. Und wir können jetzt unser Powerkabel hier anhängen und das einmal ganz nach vorne ziehen. So, und das ziehen wir jetzt mal zurück. Wo sind wir eigentlich? Hier. Das sieht immer ganz gut aus. So. Da, wo wir hinwollen. Jetzt gehen wir noch weiter vor, bis unter die, in die Fahrerkabine rein. Das wird lustig. Da kommt nur noch was auch immer, Rost oder nicht Rost, das ist hier die Frage. Ja, also, aber wir sind da. Stier aber hier. Sehr gut. So. Juhu. Das war's. Jetzt haben wir das Stromkabel oben. Jetzt machen wir überall eine Kabelbinder dran, damit es hebt. Und gut. So, schau mal, das sind Blechmanschetten. Schau mal, irgendjemand hat hier auch sonst irgendwelche Kabel schon verlegt. Das sind ja aber ganz gute und dabei. So, und alles hier rein. Die Blechmanschette. Aktuell hängen ja hier noch einige Kabel rum, wovon ich keine Ahnung habe, was hier mal irgendwann angeschlossen gehört, ob irgendwelche, keine Ahnung, elektrischen Teile vom Motor. Die kümmern uns aber jetzt nicht. Wir kümmern uns nur um die Stromversorgung für unsere Audioanlage. Alles nicht ganz einfach hier in dem Fahrzeug. Wir haben keine Verkleidungsteile, wo man wegmachen kann, um ein Kabel drunter zu verlegen. Das ist auch die einzige Seitenscheibe, die wenigstens nur sich so bewegen lässt. Das heißt, wir können hier schon mit unserem Teil für die Scheibenklebeantenne jetzt hier drauf gehen, müssen aber unser Kabel, also wir haben Gott sei Dank nur dieses dünne Kabel, wir müssen es hier offensichtlich verlegen, wir machen es aber so, dass es genau in dem Eck drin ist und der André, der besorgt noch irgendwo ein Klebeband in der Farbe, das heißt wir kleben das dann einfach hier drüber, damit es schön unsichtbar zumindest ist, so gut wie es geht. Ich hab voll drauf. So. Das ätzt alles weg. Ja, das ist richtig sauber jetzt. So, das war zum Thema Scheibenreiniger. Das ist nämlich einfach nur so zum Ankleben. Jetzt muss ich wahrscheinlich in die Kamera hier ein bisschen rein hier. So, wir müssen das ganz gerade machen, damit das hoffentlich schaut gut aus, oder? So, und das machen wir hier. Damit muss er jetzt einfach klarkommen, der André, weil André kommen damit auch klar. Jetzt bin ich ja lustig gewesen, ne? Das ist unser Kupferband für die Masse, für das Gegenpotenzial, damit die Antenne gut empfängt. So, und das Kabel, das tun wir jetzt nur fixieren, damit es da dran bleibt. So, da langt es auf jeden Fall. Super. So, und jetzt können wir unser Kabel wieder zusammen machen, unsere Antennen. Verlängerungskabel, Ende. Und jetzt packen wir das da dran nicht schön zusammen, weil hier unten passiert überhaupt gar nichts mehr, außer dass da noch unser Woofer drin steht später. Wir setzen uns jetzt mal mit dem Retro-Radio auseinander. Wir versuchen das Ding richtig zu installieren und mit der entsprechenden Stromversorgung zu verbinden im Fahrzeug. Die Kabel, die wir jetzt unterm Auto durchzogen haben, die sind jetzt alle genau da, wo wir sie brauchen, weil wir werden hier die Endstufe installieren und das ist ja unser Antennenkabel für unser jetzt DAB Plus fähiges Oldtimer Autoradio und das bauen wir jetzt ein. Hey Leute, das Retro-Radio einzubauen ist super kompliziert. Im ersten Moment zumindest für alle, die das jetzt wie ich das erste Mal oder mein Gott, es ist so lange her, wo ich das letzte Mal so ein Retro-Radio verbaut habe. Deswegen machen wir jetzt einfach mal nur das Freisprechmikrofon fest. Fangen wir damit mal an. Das Mikrofon, das kleben wir ganz unauffällig dahin. So. Mit 3N Klebeband. So, und jetzt kann man das Mikrofon hier ausrichten. Und fertig, passt auch. Stört nicht. Gut. Wie wir die ganzen Kabel noch da unten drunter verstauen, das müssen wir uns noch einfallen lassen. Aber Mikrofon und DAB-Antenne ist ja schon verlegt. Jetzt brauchen wir Strom, brauchen wir noch. Und wir müssen uns jetzt da irgendwie auseinandersetzen mit dem Thema, wie wird denn das Ganze hier befestigt. Und das wird mit diesen Haltebügeln gemacht. Wir brauchen die Haltebügel, die an der Seite festgeschraubt werden. Und dann wird das Ganze mit den Potis an der Seite
fixiert. Das ist jetzt so im ersten Moment mal genau das, was wir brauchen. Jetzt probieren wir das Ganze da unten zu positionieren. Mein Gott, da muss man ja richtig aufpassen hier mit Lackteilen. So, und da müsste jetzt das Poti dran. Wir haben jetzt diese langen Potis, die sind dafür da, dass man unterschiedliche Anschläge einstellen kann über die Einstellmuttern, die dabei liegen. Und jetzt gilt's, das Ganze auf die richtige Länge zu positionieren. So, damit zum Schluss alles an den Potis festgeschraubt wird. Die Potis werden hier an der Seite angesteckt, weil die müssen natürlich auch extrem flexibel sein. Wir wollen ja diese Geräte auch in andere Fahrzeuge einbauen. Und andere Fahrzeuge sind bekanntlich natürlich auch anders gebaut. Und wir sind natürlich so auch extrem anpassbar. Also mal ein bisschen fest. Die zwei kontern wir jetzt. So. Dann können die sich nicht mehr lösen, dann haben wir einen unteren Anschlag. Die Beilagscheibe drauf machen, die Beilagscheibe. Und jetzt wird es von hinten reingeschraubt. Richtig? Richtig. Tada, pass mal auf, jetzt kommt's aber. Jetzt kommt's ganz dicke. Woo! Oder? Das schaut doch geil aus. Das schaut optimal aus, das heißt, wir haben jetzt die richtige Länge. Wir machen jetzt einen kompletten Aufsatz mal zusammen, weil wir müssen jetzt eh nur die Kabel hinten an, aber jetzt haben wir zumindest mal das Radio so weit vorbereitet, dass wir das alles schon fertig haben. Hier würde jetzt der Dickel hier drauf kommen, hier, der hier, bip, und der hier. So schaut das fertig aus. Also ich find's gut. Ich find's gut. Wir haben gerade festgestellt, wir haben alle Kabel, was wir brauchen, die sind von hier zugänglich. Das heißt, wir können das Radio jetzt schon festschrauben. Geil! Wir machen jetzt alles fest. Ja? Das ist ein geiles Gefühl. Leute, so ein geiles Gefühl. Wir können jetzt hier von vorne alles festmachen. Die brauchen wir und die verlegen wir bis zur Endstufe und das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist Dauerplus, Masse und Zündungsplus anschließen. Wir haben jetzt hier unsere Cinch-Ausgänge von unserem Retro-Style-Autoradio. Wir haben die blauen, das sind die Subwoofer-Ausgänge, weil wir ja tatsächlich einen Subwoofer installieren, haben wir hier Cinch-Ausgänge dafür. Fett, was für Anschlussstecker, brutal. Und die können wir auch hier schon anschließen, Subwoofer. Einmal, wow, oh Gott, das ist echt. Und die Kabel, die gehen jetzt dann hinten durch, nach unten zur Endstufe. So, hier will ich durch. So, zur Endstufe runter, einmal. Vor lauter Oldtimer-Fieber haben wir natürlich jetzt, wir haben es uns umständlich gemacht, umständlicher als es sein muss, weil das Teil, das haben wir vorhin nur reingeschraubt, damit wir überhaupt sieht, wie das Ganze fertig ist. Das machen wir jetzt einfach raus, können wir doch viel besser verkabeln hier unten drunter. So, USB hängt schon mal. So, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Lautsprecherkabel müssen wir eins rechts und eins links dann rüberlegen. Aber das scheint ja, das ist ja gar kein Problem, das machen wir da rum. Jetzt ist es soweit, jetzt bauen wir unsere Endstufe ein und jetzt verrate ich es euch, es ist die Mosconi D2 100.4 DSP. Das ist der Knaller, die macht 400 Watt RMS Leistung, also 2x100 Watt für vorne links und vorne rechts und dafür noch an der Brückenschaltung 280 Watt RMS für unseren Subwoofer im Kofferraum. Wir verkabeln das Baby jetzt und können den sogar noch per PC am Laptop über eine Software perfekt hier einstellen, dass jeder Lautsprecher cool installiert ist und genau die Frequenz bekommt, die ihr braucht, um optimal zum Spielen. Das wird der Hammer hier drin. Ich habe da mal was vorbereitet und zwar das Stromkabel, das Lautsprecherkabel. Das kann man hier anschließen. Das ist nur noch zum Anstecken. So.
Wir haben unser Stromkabel hier unten bereits mit Kabelschuhen und Enthülsen versehen. Und hier haben wir unser Subwoofer-Kabel mit den entsprechenden Gegensteckern versehen. Und wir haben jetzt das Kabel für links raus und für rechts raus praktisch auch schon vorbereitet. Und weil die Endstufe so süß klein ist, die ist so hocheffizient, die können wir jetzt hier tatsächlich hinter dieser Verkleidung unterbringen. Schau mal das an, die passt hier rein. Da machen wir jetzt bloß ein bisschen einen Schaumgummi noch ran, damit es nicht so kratzig ist und so weiter. Aber ansonsten war es das. Leute, Tag 1 ist jetzt vorbei. Fassen wir mal zusammen, dass Oldtimer nicht unbedingt einfacher mit Kabel zu verlegen sind als neueste Fahrzeuge. Es gibt keine Verkleidungsteile. Alles muss irgendwie unten drunter, keine Ahnung, man muss sich einen riesen Kopf machen, dass man das schön hinbekommt. Aber wir haben es schön hinbekommen. War zwar ein rechter Act heute, aber wir haben ja immerhin die Kabel richtig schön mit den Originalkabel von der Batterie ganz hinten bis ganz vorgezogen. Wir haben das Autoradio saugeil reinbaut. Das schaut auch richtig gut aus, passt optimal in das Interieur mit rein. Das ganze Chrom-Elfenbein, das ist halt perfekt dafür. Die DAB-Antenne, okay, manchmal muss man tot sterben. Wir werden noch irgendwie dieses kleine Klebeband in Wagenfarbe, irgendwie muss das der André noch hinbekommen, dass das Ganze endgeil ausschaut, anstatt nur geil. Und wir haben die Mega-Hammer-Endstufe da vorne reingebracht. Also ihr werdet dann noch sehen, jetzt sind wir Tag 1, im Tag 2 kommt ja jetzt die Verkleidung noch drauf. Aber die Endstufe steht da hinten drinne, die erkennt gar niemand. Das wird niemand schnallen, wo die Power herkommt, was da nachher über die Lautsprecher wiedergegeben wird. Und der Subwoofer wird richtig drücken. Der Max, der steht immer noch in der Schreinerei. Wir haben jetzt keine Lust mehr länger zu warten. Irgendwas ist schiefgegangen, wahrscheinlich ist das Sägeblatt stumpf geworden oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir werden erst im Tag 2 jetzt die Türverkleidung dämmen nochmal. Nicht die Türverkleidung, die Türen an sich werden wir dämmen. Wir werden die Türpappen entsprechend mit unserem Doorpanel entfertigen und natürlich die Lautsprecher einbauen. Und dann kommt der Bass im Gehäuse noch montiert und hinten mit Klettband unsichtbar unter die Rücksitzbank verstaut. Und dann drückt die Kiste richtig und es wird richtig Spaß machen. Und jeder, der sich in den Bulli reinsetzt, wird sagen, mein Gott, warum gab es es nicht in 1959? Nicht schon, weil das ist einfach geil. Man hätte es damals schon machen sollen, weil das Fahrzeug hat original irgendwo rechts vom Radio irgend so ein Quäker mal drin gehabt. Also ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen für Tag 1 und Tag 2 wird dann auch in ein paar Stunden erwachen und wir werden die Sache dann fertigstellen.